So, dann gehen wir mal rein in den Brunnen. Ich möchte da nicht rein, ja? Also, ich möchte da überhaupt nicht rein. Aber Luca hält es ja für eine super Idee, da reinzugehen. Also, gehen wir da jetzt auch einfach rein. Also, was mir gerade eingefallen ist, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang der ersten Folge gesagt hatte, da dies ja mein erstes Let's Play ist und ich habe null Erfahrung, überhaupt keine Erfahrung, also überhaupt gar keine. Ich habe zwar schon ein paar Videos hochgeladen, aber nur von Trains in World 3, auch absichtlich, also falls ihr euch wundert, warum ich da nicht rede, das ist Absicht, weil ich wollte, dass ihr so ein bisschen, weil ich habe das dafür ein bisschen unpassend gehalten, wenn ich da jetzt noch erzähle. Habe ich gedacht, ich lasse das nach. Und dann könnt ihr ein bisschen mehr, oder habt ihr ein bisschen mehr vom Spielsound. Vielleicht auch für die ganz geil, die das nicht spielen. Also, da kommen jetzt nächsten paar Tage erstmal keine. Es soll, es hat jetzt zwar nichts mit dem Spiel hier zu tun, aber es soll wahrscheinlich mit Glück diesen Monat, sonst vielleicht nächsten Monat, zwei neue deutsche Strecken rauskommen. Und da würde ich dann wieder ein paar Videos zu machen. Also, aber allerdings auch ohne Ton, ohne Stimme oder mit, weiß ich noch nicht. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr mit oder ohne Stimme haben wollt. Also, ja. Übrigens, ihr könnt auch, was ihr auch in die Kommentare schreiben könnt, erstmal was ihr von... Ja, Luca, kannst du nicht aufpassen, wo du hinläufst? Also, was ihr auch in die Kommentare schreiben könnt. Oh, Luca, wo wohnst du denn hier? Oh. Also, nochmal. Was ihr auch in die Kommentare schreiben könnt, sind Wünsche und Kommentare und sind, ne, warte mal, sind Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge, Kritik, nett gemeinte Kritik, ne? Also Hass und Beleidigung nicht, sonst muss ich tatsächlich die Kommentare für die Videos deaktivieren, falls nur Hass und Beleidigung und so ein Blödsinn in die Kommentare drin steht. Und ich möchte die Kommentare eigentlich ungern deaktivieren, ne? Weil es interessiert mich schon, was die anderen denken. Mehr oder weniger. Also ich werde mir die Kommentare auch durchlesen, ja? Und ich wundere, wenn ich nicht gleich antworte, je nachdem, was das für eine Frage ist, sag ich mal in den Kommentaren, oder je nachdem, was das für ein Kommentar ist, antworte ich in den Kommentaren direkt noch oder ich antworte in einer Folge danach. Es kann sein, dass ich nicht in der darauffolgenden Folge antworte, sondern dass ich erst 4-5 Folgen später antworte, ja? Nicht böse, weil ich muss aber nicht böse sein, ich muss vorproduzieren tatsächlich. Ich gehe nebenbei noch arbeiten. Ich will das ja nicht als Beruf machen. Nur so ein bisschen hobbymäßig aus Spaß, habe ich gedacht. Will jetzt nicht unbedingt Geld verdienen. Habe ich nicht vor. Da ich nebenbei noch arbeiten muss, habe ich halt nicht immer Zeit zu spielen. Also, ja. God. The smell. The water is disgusting. Ja, was gehst du noch ins Wasser? Also, bin ich wieder hoch. Oh, tatsächlich. Wo war ich jetzt? Also wie gesagt, da ich vorproduziere, nicht wundern, wenn ich erst 4-5 Folgen später antworte. Und es kann auch sein, dass ich bei den Kommentaren erst 2-3 Tage später antworte und nicht gleich am selben Tag. Ich meine, ich sitze auch nicht die ganze Zeit vorm Bildschirm, bin auf YouTube unterwegs und schaue auf die Kommentare und warte, bis einer antwortet, bis einer schreibt, ne? Also halt nicht wundern. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten, aber ihr wisst, wie das ist. Es kann dauern. Was ist denn das eigentlich für ein Keller, ne? This box is extremely rusty. I won't be able to open it easily. Das war eben noch nicht da.
wasn't there a second ago. Luca, das habe ich doch gerade gesagt, dass es noch nicht hier, eben noch nicht hier war. Hey. Officer Russell? Ach, Russell war doch der, war doch SES, der Madison erschossen hat, ne? Ja, ausrüsten ist eine super Idee. Ich geh mal ans Licht. Nein. Luca, warum kommst du hier eigentlich nicht rüber? Man hört nicht, was er sagt, oder? Warum ist das da lauter und da leiser? Dieser lauter und leiser Punkt, ne? Der wandert, kann sein. Da wieder lauter. Warum wandert der Punkt? Was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt aber kein Foto da machen, wo es leiser ist, oder muss ich da machen, wo es lauter ist? Ich mach mal da, wo es lauter ist, ja? Muss ja da sein. Also ich muss ein Foto da machen, wo es lauter ist. Und was war das eben? Hilfe? Was ist es? Also immer kommt es noch auf uns zugerannt. Kann ich wetten. Garantiert. Also war tot. 17th, 1987, 5:27 a.m. I am now entering Madison Hale's basement. Hale? Ja, Madison Hale. 1987? I can see there's a sort of well in the center of the room. Russell? Ist noch hier unten. Looks like it's open. I'm gonna investigate further, see what's on the other side of this. Eine super Idee, da alleine reinzugehen. Ja, natürlich. Super. God, there's a horrendous smell coming from down here. Na, was kommt jetzt? Achso, okay. I almost can't take it. Time to make things worse, I can't see a goddamn thing down here. Fühl ich mit. Ich sehe ja auch nicht viel. Ich hab nur bloß das Lämpchen hier oben. Ist auch ein bisschen dreckig. Shit. I think I found the missing individuals. Ich habe die vermissten Personen auch gefunden. Oder Teile von denen. Legs, arms, they're just everywhere. Was ist das für eine Hand? I can't see Madison. Riesig. I don't think she's here. Oh, oh. I gotta get out of here. Ich muss ja auch raus, aber ich komme nicht. Geht nicht. Russell, nimm mich mit. What was that? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, wer das hier eben war. I think I'm not alone. Nee. Ja klar ist hier jemand. Hab ich sogar abfotografiert. Hallo? Russell? Madison? Is that you? Please! Show yourself! That's in order! Halt, stopp, Polizei! Stehen bleiben! Stand back. Put your hands up, Reckon. Ja, hoch die Hände, Wochenende, ne? Was ist das für ein Fuß? Alter. Das macht mich ganz kirre hier. Da kein Licht. Step back.
Ja, Russell, das war eine super Idee, hier alleine reinzugehen. Super. Oh nein. Ich hasse das Rätsel. Hurra. This cannot be real. So this fucking camera belonged to that woman. Why is this happening to me? Ja, Luca. Weiß ich doch auch nicht. Ich will hier raus. Was ist das jetzt? Ja, und jetzt? Ich glaube, als nächstes sind wir tot. Oder? Bringst du dieses Monster? Oh Mann! Scheiß Ding! Kann man in diesem Spiel eigentlich auch sterben? Aber er macht ja Autosave, das habe ich ja schon gesehen. Wenn unten rechts das I-Symbol kommt, dann macht er mal Autosave. Oh, Alter, ich bin erschrocken, ey. Oh. Was war das für ein Ding? Warum spiele ich das überhaupt? Oh. Wer hatte denn die scheiß Idee? Der Kumpel, der das Spiel empfohlen hat, den hau ich gleich nochmal einen auf die Fresse. Ich muss jetzt aber nicht jede Tür fotografieren, oder? Ich mache erstmal jeder auf. Ist eine super Idee. Da kann dieses Viech von jeder Seite kommen. Na. Ich mach dann doch nicht jede Tür auf. Ja, also an dieser Stelle beende ich das Let's Play. Ich glaube, wir wohnen jetzt hier. Ja. Wir wohnen jetzt hier. Das Spiel ist beendet. Ich komme ja nirgendwo raus. Gut. Ich habe gewonnen. Durchgespielt. Nach 2 Minuten. Aber ich will jetzt nicht jede Tür fotografieren. Ich keinen Bock zu. Kann das sein, dass die Kacke... Es war in dem Tape von Kakerlaken die Rede. Kann das sein, dass die einen so ein bisschen den Weg weisen? Da, wo sie hingehen oder wo sie herkommen, oder? Ich denke mal, da, wo sie hingehen, ne? Nö. Da geht auch noch ein paar hin. Nö. Okay, ich mach mal da, wo sie herkommen, ja? Frage ist nur, von wo kommen sie? Kommt man da, ne? Es war da, wo sie herkommen. Also. Die Bilder heißen, wie gesagt, wir sollen Bildfotos machen. Die Kakerlaken sind aber auch... Ein Hinweis. Ich muss noch mal zurück. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Und meine Haustürschlüssel. Scheiße, ausgesperrt. Aber jetzt bin ich in diesem scheiß Keller. Oh, nee. Nee. Oh, was war das für ein Monster? Mir läuft immer noch ein kalter Schauer über den Rücken. Oh. Dieser Generator, ne? Der macht das Ganze jetzt nicht besser. Habt ihr das auch gesehen? Da flackerte das Licht. Da wo Licht flackert, passiert meistens was. Ja, das ist jetzt ungünstig. Ich will da nicht weiter. Wir haben jetzt nicht gerade das Monster aus dem Brunnen freigelassen, oder? Oh nein. Okay, wir sind gleich tot, oder? Ich würde halt gerne rausfinden, ob man hier sterben kann. Und wo fängt man dann wieder an, wenn man stirbt? Falls man hier sterben kann. Oh, Luca hat einen Anfall.
It hurts. The attic. I don't understand. My head. Der Dachboden. Ich habe noch gar keinen Dachboden gesehen, fällt mir auch mal gerade so ein. Okay, das ist der Dachboden. Ich finde das auch schon so ein bisschen gruselig. Der Dachboden. Wenn ich ein Dachboden wäre, wo wäre ich hier? Im Bad schon mal nicht. Wo ist der Dachboden? Dahinter nicht, ne? Nee. Ah, das ist ja eben noch nicht hier. Okay. In einem Horrorspiel sollte man ja, wie gesagt, nie im Keller gehen und nie auf den Dachboden gehen. Und nie in dunkle Räume. Man sollte allgemein kein Horrorspiel spielen. Wenn man eigentlich viel zu ängstlich und schreckhaft ist. Der... Willkommen auf dem Dachboden. This is huge. Ja, ist ja riesig. Also seine Kommentare manchmal, ne? Die kann er sich auch echt schenken. Hier ist auch wieder so eine Uhr. Hier passt doch garantiert... Nein. Was ist da drunter? Wir kriegen eine Bodendiele nicht mit dem Hammer auf. Ja, okay. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier? The shape of this portrait is quite strange. Mehr hast du dazu nicht zu sagen, oder? Giovanna Maxwell, 56 Jahre. Nee, warte mal. Mitnehmen. Ja, das gehört doch bestimmt hier ran, oder? Ist auch ein Bild. Orbert Maxwell, 5 Jahre alt. Da ist ein Fragezeichen hinter. Da sind auch noch dran. Ist das das nächste Rätsel? Das sieht mir nach einem Rätsel aus. Aber das wäre jetzt ein lahmes Rätsel, wenn ich jetzt noch ein rundes Bild und noch ein 2-4-6-eckiges Bild finden muss. Das wäre ja ein bisschen lahm. Was dahinter? 43. Was hat die 43 jetzt damit zu tun? Also ein rundes, hatte ich gesagt, ein Sechseck. Ein rundes und ein Sechseck. Wo waren die? Wo waren die? Wo finde ich die denn? Nee. 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 Ein rundes Bild und noch ein Sechseck. Ich habe hier halt auch nirgendwo runde Bilder gesehen. Oder ich kann nicht gucken, das kann auch sein. Nee, das war das. Okay. Hey, habe ich hier was übersehen, oder? Da hängt ein rundes, aber das ist das doch nicht, oder? Nee. Nee, das war das. Ein rundes und ein Sechseck. Das konnte man ja nicht mitnehmen. Ich würde aber gerne erstmal was ablegen hier. Das
Das Boy, oh, da passt nirgendwo rein. Hier, da haben wir ein bisschen Platz im Inventar. Ist da noch was drin? Das, was ich reingelegt habe? Nein. Wo kriege ich denn jetzt die beiden Bilder her? Oder waren auf dem Dachboden noch zwei? Ich habe keine gesehen. Wir gehen nochmal gucken. Wo waren das jetzt? Hier links, ne? Hier war dieser Uhrenraum, da komme ich auch nicht rein. Da hinten geht ja auch noch nicht, oder? Nein. Die hat kein Bild für uns. Lebenszeitverschwendung. So kann ich übrigens das Let's Play auch in die Länge ziehen, ja? Ich stelle mich ja jetzt jede Folge für 5 Minuten ran. Finde die Zuschauer bestimmt toll. Okay. Also ein rundes und ein, was habe ich gesagt? Sechseck. Ach, was denn hier? Oma und Opa oder wer ist das? Alter ist nur eine Zahl. Du kannst addieren oder subtrahieren. Doch am Ende aller Tage, wenn die Zeit kommt, wirfst du so oder so. Addieren und subtrahieren ist markiert. Also ich würde sagen, das ist ein Rätsel. Also, dass das ein Rätsel ist, da sind wir uns jetzt alle sicher, ja? Und ich könnte mir vorstellen, da das hier oben liegt und da addieren und subtrahieren markiert ist, dass wir hier irgendwie rechnen sollen. Aber wie und was und womit? Frag mich bitte nicht. Wo hier hinten standen ja Alterszahlen hinten, ne? Es kann sein, dass wir die Alter... Dass wir das Alter plus oder minus eben, plus oder minus, dem Alter rechnen. Und da drüben dasselbe und... Hier war die 43, was hat die damit zu tun? Oder da die 43 dick geschrieben ist. Ist 43 das Endergebnis? Dass wir, wie ich gerade sagte, dass wir das Bild plus oder minus das Bild 43 ergeben muss. Und hier halt genauso. Hier, da ist dieser 56. Hier wäre ja Minus. Hier müsste ja... Ja, weiß ich nicht. Hier könnte halt auch Plus... Oder halt auch Minus sein. Also da drüben ist Minus. Und die alte ist so alt. So alt wie Plus. Aber wo kriege ich jetzt die... anderen Bilder her? Oh. Ring der End auch schon da? Ein Herzschlüssel, ne? Und ich glaube, wir wissen alle, wo ein Herzschlüssel hingehört. Bestimmt die Badezimmertür. Ein Herzschlüssel gehört ja wahrscheinlich ins Schlafzimmer von den beiden, denke ich mal. Was? The 43-year-old woman was killed by a police officer. The 43 police officer. The 43 was killed by a 3-year-old woman. Spricht. Oh, Telefon. Also die 43 Jahre alte Frau, von der er geredet hat, wurde er getötet. Das war Madison. Hat also von Madison geredet. Ist bestimmt Lieferando. Die haben auch wenig Geduld. Also die, ist das Schlafzimmer? Ja. Also er meint bestimmt Madison. Aber warum? 43. Hat der Fernseher mir gerade einen Tipp gegeben für das Rätsel oben auf dem Dachboden? Madison ist 43 gewesen und da oben war eine. What a mess.
Ja, das ist ganz schön durcheinander, ne? The entrance key should be somewhere. Ja, Pillen. Oh. Ja. Alles klar. Oma, Opa. Ja, nee. Why would he keep all this? Ja, das weiß ich doch auch nicht. Katarakt. Ne, Katarakt. Ego Far. Kennt ihr einer hier? Ich hab nämlich keine Ahnung davon. Was stand da eben? Keep away from children. Hm. Okay. Ja. Warum hat Opa eigentlich sich so viele Bilder von Oma hingehängt? Er muss sie ja echt gemocht haben. Das ist ja. Ja. In Zeiten. There are meds everywhere. Hey, Kreuz. Was können die? Nicht mehr als eine konsumieren. Hat eine Ahnung, was die können? Kennt sich da einer mit aus? Also ich nicht. Da ist zu. What are these things? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht genau, wie die Dinger heißen, ne? Aber ich kenne die. Die sind zwar ewig lange vor meiner Zeit, aber ich kenne die Dinger tatsächlich noch. Ich habe die schon oft öfter gesehen. Kommen nämlich in so einen Filmprojektor rein. Ich denke mal, die Älteren hier unter uns, die werden die Dinger kennen. Warum speichert er gerade? Er speichert gerade. Warum? Oh. She was so sick. Sie war so krank. Ja. Ach, das war Oma? Elizabeth Maxwell? Ach, das war Oma. Ah, Oma war also krank. Okay. 26. Juni 1972. Elizabeth Maxwell. Augenuntersuchung, Diagnose, Katarakt. Seltsame Unterform des Katarakts. Beide Augäpfel färben sich komplett weiß. Die Patientin verliert ihr Augenlicht innerhalb kürzester Zeit. Beeinträchtigung der Sehstärke prozentual. Rechts 95% und linkes Auge 87%. Wir können nicht definieren, was die Augen der Patientin schädigt. Bitte die Medikamente weiterhin einnehmen, bis eine angemessene Behandlung gefunden wurde. Nächste Visite, 26. Juli 72. Ein Monat später. Also, Oma war krank. Sie hatte eine Augenkrankheit. Ihre Augen weiß färben ließ. Deswegen freut mich, dass Opa sie fotografiert hat, nachdem sie kein Augenlicht mehr hatte. Hätte ich nicht gemacht, aber na gut. Das ist eine schöne Tür übrigens, ne? Die kriegen wir aber nicht auf. Okay. Ah, aha. Wir haben noch Planeten gefunden, ne? Habe ich die jetzt weggelegt? Okay, wir gehen nochmal zurück zum Safe. Hier sieht es so aus, als wenn wir hier die Planeten jetzt mal brauchen. Wir hatten ja, was hatten wir gefunden? Jupiter und Mars oder was war das? Ich glaube, ne? Nehmen, genau. Ja, Sonnenmedaillon. Es gibt ja tatsächlich viele Rätsel. Ich finde die Rätsel bis jetzt eigentlich relativ leicht. Außer das Rätsel auf dem Dachboden. Da bin ich gerade ein bisschen überfordert. Das heißt nicht überfordert, aber ich frage mich, wo die anderen beiden Bilder sind. Jupiter und... Nee, was habe ich gesagt? Mars und Jupiter. Ist das die Erde oder was ist das? Ist ein Sonnensystem nicht mal von links nach rechts? Jupiter und Mars.
Aber das kann nicht die Erde sein. Das heißt ja, warte mal. Dreh dich mal schneller. Jupiter und Mars. Ja, es müsste andersrum, ne? Genau, die Erde, der Mars, der Jupiter. Saturn. Kommt nicht erst Saturn und dann Jupiter? Nee. Aber es gibt da so einen Merksatz, warte mal. Wie heißt der? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel? Es kommt doch erst Jupiter und Saturn. Warte mal, dann kommt das aber dahin. Achso. Neptun und Uranus. Ne, das müsste auch nochmal gedreht werden. Oder? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Doch gedreht, ne? Ich nehme das nochmal kurz auf. Also Uranus ist der blaue Planet. Der dunkle. Machst du das da jetzt mal hin? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Uranus, Neptun. Ja, das stimmt. Das heißt, wir brauchen Merkur, Venus noch. Ah, alte Dias, genau so heißen die Dinger. Ja, was wird dahinter? Kein Plan. Hey, beruhig dich mal da oben, Mensch. Gewitter hier. Ach, guck mal, es geht auch noch auf. Hey, jetzt. Was da noch? Omas Tagebuch. 22. März 1972. Man sagt, ein Tagebuch wäre gut fürs Gedächtnis. Na dann, wir werden sehen, ob das auf mich zutrifft. 29. März 1972. Heute sind wir zu einem Garagenverkauf in der Nähe des Zentrums gegangen. Ich habe ein Buch mit tollen Rezepten gefunden. Johnny fand auch ein Buch, über das er sich sehr freute. Er war deshalb aus den Häuschen. Ein wirklich schöner Tag. 1. April 1972. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, schon wieder. Ich könnte schwören, dass mich etwas aus der Ecke heraus angestarrt hat. Ja, paranoid, ne? Also, 2 Tage später, 3. April, auch 72. Heute war mein ganzer Schmuck überall im Raum verstreut und mein Hochzeitsring war in der Küchenspüle. Ich fragte Johnny, wonach er gesucht hatte, doch er schwor, dass er nichts angefasst hatte. 5. April, 72, auch wieder 2 Tage später. Wir mussten Johnny wieder zu uns ins Bett nehmen. Das Buch, das wir ihm gekauft hatten, bereitet ihm Albträume. Wir müssen zugeben, dass es ein wenig gruselig ist. Das ist doch nur ein Buch. 9. April 72. Mein ganzer Schmuck ist wieder verstreut worden. Ich kann meinen Hochzeitsring nicht finden. Er war das schönste Geschenk, das Albert mir je gemacht hatte. Aber heute war Johnny nicht daheim. Manchmal bekomme ich das Gefühl, dass jemand anderes im Haus ist und jeden meiner Schritte beobachtet. Albert sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Er wird noch denken, dass ich verrückt geworden bin. Einen Tag später, 72. Auch 1972. Was für eine Erleichterung. Ich habe den Ring in Johns Zimmer gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ja, vielleicht hat John ja ein Mädchen kennengelernt, das er jetzt heiraten will. Heiratsantrag, so jetzt. Hat sich einfach mal den Ring der Oma ausgeliehen. Beziehungsweise der Mutter oder wie auch immer. Ich konnte letzte Nacht überhaupt nicht schlafen. Diese dumme Geschichte über das augenlose Monster geht mir nicht aus dem Kopf. Ich weiß nicht, warum ich ihm dieses scheiß Buch gekauft habe. 7. Mai. Oh, Monat später. Ich habe eine ganze Weile lang nichts mehr aufgeschrieben. Die letzten Wochen bin ich von Arzt zu Arzt gegangen. Etwas stimmt mit meinen Augen nicht. Und die Ärzte wissen nicht, was mir fehlt. Die schmerzen sehr und ich sehe mit jedem Tag verschwommener. Ach so, okay, das war diese Augenkrankheit, ne? Gott, die Ärzte sagen, dass ich in den letzten Wochen mehr als 40% meiner Sehkräfte verloren habe. Ich kann kaum glauben, ich kann kaum noch lesen, schreiben, Fernsehen, überhaupt an was anderes denken. Irgendwie verschwinden die Pupillen aus meinen Augen. Ach, deswegen sind überall die Bilder mit den weißen Augen. Ja, die Pupillen verloren. Ah, okay. Naja, nicht Fernsehen könnte ich so schlimm, es kommt eh nichts im Fernsehen, von daher. Halb so wild, würde ich sagen. 23. Mai 72, ich bin diese Medikamente leid. Nichts scheint zu helfen, ich ertrage die Schmerzen nicht mehr. Warum passiert mir sowas? Ich kann nicht. Nee, warte mal.
Ich kann mich kaum noch durch das Haus bewegen mit meinen Augen in so einem Zustand. 28. Mai 72. Ich ertrage diese Schmerzen nicht mehr. Hilf mir, Gott, bitte. Ich habe furchtbare Angst. Ich weiß, dass da jemand im Haus ist, aber niemand glaubt mir. Ich weiß, dass es stimmt, auch wenn ich nichts sehen kann. Ich fühle eine Präsenz, da lebt jemand bei uns. Das war jetzt 2. Juni übrigens. 3. Juni, also einen Tag später, immer noch 1972. Ich weiß, dass da jemand im Haus ist. Ich habe die ganze Nacht über Geräusche gehört. Ich schwöre, dass ich jemanden atmen gehört habe, als ich mir ein Glas Wasser holen wollte. 26. Juni 72. Ich habe mehr als 80% meiner Sehkraft verloren. Die Ärzte sagen, sie finden keine Lösung. Ich will nicht länger allein im Haus sein. Ich bin hier nicht sicher. Und 27. Juni. Sie kann echt nicht mehr richtig schreiben, tatsächlich. Mein Ring war wieder nicht an seinem Platz, aber das spielt keine Rolle mehr. Niemand würde ihn jetzt noch finden, denn ich verstecke ihn unter. Toll. Jetzt den Satz nicht noch zu Ende schreiben können. Wo hat die denn jetzt den Ring versteckt? Er war wieder nicht an seinem Platz, aber das spielt keine Rolle mehr. Niemand würde ihn jetzt finden. Würde ihn jetzt noch finden, denn ich versteckte ihn unter. Sie hat ihn irgendwo drunter gelegt. Aber das könnte bei dem Scheißhaus überall sein. Ah, das ist wieder der perfekte Punkt, um einen Satz aufzuhören. Ich versteckte ihn unter. Ich bezweifle, dass sie... Hallo? Geht das jetzt mal? Also, nee. Ich bezweifle, dass sie den Ring hier im Schlafzimmer versteckt hat, tatsächlich. Die wird sie nicht hier versteckt haben. Das glaube ich nicht. Ich finde es übrigens schön, dass das Schlafzimmer ein Waschbecken hat, aber kein Klo. Also ich stehe nicht mitten in der Nacht auf und sage jetzt, ach komm, ich habe mal Lust, mir nochmal die Hände zu waschen. Nee. Ich versteckte ihn unter. Also es wird nicht hier sein, das glaube ich nicht. Also wir haben aktuell irgendwie mehr Rätsel am Laufen, kann das sein? Das Rätsel auf dem Dachboden. Da kommen wir nicht weiter, weil wir die zwei Bilder noch nicht haben. Jetzt müssen wir diesen blöden Ring noch suchen. Und einen Sonnenmedaillon brauchen wir noch. Wir haben gerade 25 Rätsel gleichzeitig. That song. Die Statue ist weg. Und hier läuft gerade Musik. Die war eben noch nicht auf, oder? What? It's open now. Och, ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich würde sagen, wir gehen nächste Folge erst da rein, ja? Okay. Nächste Folge gehen wir da rein, ja? Gut, dann bis zur nächsten Folge.